Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pacific Drive. Ich hätte in der Pause trinken sollen. Ja, ihr Lieben, wir sind, glaube ich, so langsam in der Stadt oder wir sollen hier hin. Auf jeden Fall, unser Auto muss sehr, sehr leiden. Das tut mir ja schon so ein bisschen leid. Aber was sollen wir machen? Dafür ist das Auto da, um uns zu schützen und drauf zu gehen. So, lass mal kurz gucken. Ich will gerne noch mal hier. Die Anomalie ist direkt vor uns. Oder besser gesagt, wir müssen hier hinfahren. Na, gucken wir mal. Getankt haben wir gerade. Hier ist auch irgendwie über eine Anomalie. Was ist das denn für ein Herz eigentlich? Ah, scheiß drauf. So, wir sollen da hinfahren. Meine Handbremse funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ich muss einen Umweg fahren, ne? Ich muss da irgendwie über die Brücke rüber. Wir dürfen hier überall nicht aussteigen. Also zumindest da, wo die Flocken rumfliegen. Machst du irgendwas? Ah, es repariert unser Fahrzeug. Ich verstehe. Und mich heilt es auch. Ich verstehe, die Anomalie ist hier am größten. So, ich wollte dich nicht anfahren. Jetzt mag es mich nicht mehr. Piep. Piep. So, wir müssen einen kleinen Umweg fahren. Was liegt denn da auf dem Boden? Oh, kann es sein, dass ich die rausgeworfen habe aus Versehen? Ach, Herr Jemine. So, erste Hilfe kommt erstmal hier hin. Ach, schade, Starthilfe funktioniert hier nicht. Gut. Fahren wir eine große Runde rum? Ich würde sagen, ja, ne? Wir fahren nach rechts lang. Da ist die Straße wenigstens noch ein bisschen. Meine Güte. Bisschen fester unterwegs. Nein, ich habe einen Platten. Ich komme hier aber momentan nicht raus. Schnell.
Hab ich nicht mehr. So schnell rein. Eieiei. Uncool. Irgendwas stimmt mit unserer Batterie nicht. Könnten hier lang fahren. Unser Fahrzeug müsste ja soweit alles in Ordnung sein. Aber ich fahre mal weiter. Da oben schwebt irgendwas. So, hier müsste es eigentlich sicher sein. Hier sind keine Partikel unterwegs. So, wartet. Nein, 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 nein. Elektronische Beuteteile, du willst mich doch verarschen. Vergasermotor. Da brauche ich ja ganz schön viel. Irgendwas schwebt da oben. Kann ich das hier eigentlich kleinholzen? Und dann müsste es explodieren. Bei meinem Glück. Könnte dies auch passieren? So, das Auto in die Nähe der Anomalie. Wartet mal kurz. Ich übersehe wahrscheinlich sehr viele Sachen. So, Benzin ist leer hier. Da ist dieser Knotenpunkt. Hallo? Oh, ein Beutekühlschrank. So, das packen wir hier hin. Das haben wir. Trotzdem können wir das einmal scannen. Was wir haben, haben wir. Gleich sollte ich das hier... wirklich mal so mitnehmen.
Das können wir später benutzen. Ursprünglich. Möchten Sie mehr wissen? Wenn Sie es möchte, ihr Lieben, ihr wisst es. Anhalten und selbst lesen. Oh, hier komme ich hin. Glaube ich jedenfalls, dass wir so mit dem Auto zur Anomalie kommen. Ich glaube, das Auto schützt auch... Nein. Kann man hier auch mit mehreren Leuten spielen? Wäre ja eigentlich echt nice, ne? Guten Tag. Einfach alles scannen. Wir. Was habe ich denn hier? Ganz feine Teile. Inventory full. Kannst mir nicht weiß machen. Der Staubsauger ist echt genial. Okay, das sollte ich sein lassen. Einfach entgegen, ey. Was habe ich denn hier alles? Ei, Karamba, wirklich jetzt? Genial. So, hier die ganzen Schrauben hin. Keine Ahnung, was das ist, aber das packen wir mal hier hin. So, sitzt, wackelt, hat Luft. Und weiter weiß ich nicht. Kann ich das eine Teil nicht einfach so reparieren? Würde gerne speichern. Irgendwie. So, lass mal gucken. Naja, mehr als probieren geht ja nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse. Ah, sorry, Fahrzeug.
bringe das Auto in die Nähe der Anomalie. Response. Maybe you need to get closer to Cappy's core way up there. Can you find a way to higher ground? War mir klar. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier wieder zurückzukommen. Ist ein bisschen doof, wenn wir kein Licht. Warum habe ich kein Licht? Überlebt mein Fahrzeug? Mein Fahrzeug hat ein bisschen Schaden bekommen. Ah, scheiße. Na, gucken wir mal. Noch ein paar Entführer unterwegs. Nein! Die kleinen Arschgeigen entführen ja wirklich mein Fahrzeug. Eindeutig ein Beutel. Ah, scheiße, ist hier wieder eine Anomalie, ne? Ja. Nee. Ja, Anomalie. Scheiße, ey, dass wir bei den meisten nicht hinkommen. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie einen Anzug oder so, wo wir dann die Anomalie ausstechen können. Vom Leben her ist mein Fahrzeug erstmal in Ordnung. Ich hoffe, mein Fahrzeug ist in Sicherheit da hinten.
Mal kurz anklopfen. Alter, ich muss immer drücken. Gedrückt halten. Guten Tag. Wie geht's? Wie steht's? Bisschen Material brauchen wir so oder so. Okay, da wollte mich einer begrapschen gerade. So, mein Freund, jetzt verkrüme dich da mal. Da will ich nämlich mal kurz hin. Weißer. Also wer lesen möchte, ich fühle mich gerade hier so ein bisschen bedroht, anhalten und selbst lesen. Danke. Eieiei. Schnell rein. So, das packen wir mal hier hin. Was? Ich habe gerade dir nicht zugehört, mein Freund. Ich irgendwie das Gefühl habe, ich werde gleich jeden Augenblick hier irgendwo eingesaugt. Ich würde gerne jetzt zu meinem Fahrzeug wieder zurück. Nein! Alter Falter! Gib Gummi! Boah! Man klaut mir dieses Beute einfach mein Fahrzeug! Ich muss zur Brücke. Hier kann ich nicht aussteigen, weil hier alles verseucht ist. Boah, das war gerade knapp. Ich gucke gerade noch irgendwie, dass ich hier irgendwas finde, wo ich mein Fahrzeug irgendwie... Wobei mein Fahrzeug geht es einigermaßen gut noch. Oh, hier scheint alles frei zu sein.
Also hier dürfte ich rauskommen. Oh, ich wollte mich näher leer machen. Aber ein gewisses Beute hat ja mir schon wieder alles geklaut. Ich bin langsam voll, ne? Schön, dass ich das Ding gerade angezündet habe. Schön, dass meins kaputt ist. Lenke, ich habe keine Errungenschaft frei bekommen. Lenke eine Anomalie mit was? Mit einer Lichtfacke ab wahrscheinlich? Die standen vorher nicht hier. Alter, haltet euch von meinem Fahrzeug fern, ihr kleinen Scheißer. Fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Das war zu nah. Still not close enough to Cappy. What now? How about launching the car into Cappy's core? I'm sorry. What? It's simple. The driver jumps the car into the heart of the anomaly, and if I time it right, I'll open the gateway and extract them. And if you don't? I've run some calculations. I think it should be fine. Anyway, it's like they always say. What's an experiment without some risk of total annihilation? Who says that exactly? In no way, shape, or form should we be doing this. Well, but you know, if it's the only way, you got this kid for it. Er soll in die Anomalie springen?
Alter, mein armes Fahrzeug. Ich habe irgendwie die Angst, dass hier das Teil gleich kommt. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, ich werde hier ein Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir da reinspringen. Und deswegen, schön mit Öl.